Terroranschläge, Cyberangriffe, radikale Kräfte, die die Demokratie unterwandern wollen. Es sind unsichere Zeiten in Europa, nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine. Aber lange ist die Landesverteidigung vernachlässigt worden. Das Bundesheer ist seit Jahrzehnten unterfinanziert. Die Schweiz, wo in etwa gleich viele Menschen leben, investiert fast doppelt so viel in die Verteidigung wie Österreich. 50 Prominente fordern jetzt in einem offenen Brief eine Diskussion über Österreichs Sicherheitspolitik, inklusive eines möglichen NATO-Beitritts. Derzeit besteht die NATO aus 30 Mitgliedern, 21 davon sind EU-Mitgliedstaaten. Bislang nicht dabei Irland, Malta, Zypern, Schweden, Finnland und Österreich. Finnland und Schweden wollen dem Militärbündnis jetzt aber beitreten. Noch vor kurzem schien das nahezu undenkbar. Die konservative Partei Kokoomus in Finnland hat einen NATO-Beitritt schon länger gefordert. Wir haben seit vielen Jahren schon sehr eng mit der NATO zusammengearbeitet. Insofern ist der Schritt, jetzt ein volles Mitglied in der NATO zu werden, kein sehr großer. Aber selbstverständlich hat dieser Krieg, dieser grauenvolle Krieg in der Ukraine dazu beigetragen, dass Menschen sich jetzt sehr deutlich für einen Beitritt aussprechen. Das ist in Österreich anders. 75% der Bevölkerung lehnen einen Beitritt zur NATO ab. 9 von 10 Menschen ist die Neutralität sehr wichtig oder eher wichtig. Kein Wunder, dass fast niemand in der Politik daran rütteln will, auch nicht der Kanzler. Österreich war neutral, Österreich ist neutral und Österreich wird auch neutral bleiben. Und damit scheint die Diskussion über Neutralität und NATO beendet. Oder fängt sie gerade erst richtig an? Also bei uns, da fängt sie jetzt an. Guten Abend, willkommen bei Politik Live hier auf ORF 3. Neutral oder NATO? Was bringt uns wirklich Sicherheit? Das ist heute Abend unser Thema und das sind unsere Gäste. Heinz Fischer war bis 2016 12 Jahre lang Bundespräsident von Österreich und somit auch Oberbefehlshaber des Bundesheers. Vor seiner Zeit als Bundespräsident war er als SPÖ-Politiker tätig. Irmgard Gries, die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes und Bundespräsidentschaftskandidatin, war bis 2019 Nationalratsabgeordnete der NEOS. Sie hat einen offenen Brief von 50 Prominenten initiiert, der eine ernsthafte Diskussion über die Sicherheits- und Verteidigungspolitik fordert. Alexandra Siegel ist Meinungsforscherin und Politikberaterin bei Peter Hayek Public Opinion Strategies in Wien. Ralf Janik, der Jurist, lehrt als Völkerrechtsexperte an der Universität Wien am Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung. Willkommen, guten Abend. Aber bevor wir hier in unserer Runde beginnen, schauen wir noch kurz in die benachbarte Schweiz. Die Schweiz gilt ja quasi als Erfinderin, als Mutter aller Neutralität. Aber sogar dort wird seit dem russischen Angriff auf die Ukraine diskutiert, wie das Land sicherheitspolitisch neu aufgestellt werden muss. Unsere Korrespondentin Marion Flatz-Mäser ist gerade in Davos. Dort beginnt ja bald das Weltwirtschaftsforum. Und genau dorthin bin ich jetzt zu ihr verbunden. Guten Abend. Frau Flatz-Mäser, die Schweiz hat sich eine gründliche Diskussion über die eigene Sicherheit verordnet. Sogar die NATO ist da jetzt kein Tabu mehr. Ja, genau so ist es. Man diskutiert nicht über einen Beitritt, sondern über eine Annäherung. Denn wenn die Schweiz einen Beitritt wollte, dann müsste sie ihre Neutralität abgeben. Und das will sie ganz sicher nicht. Aber eine Annäherung, das ist möglich. Wie die genau ausschauen sollte, da wird noch diskutiert. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, viele Übungen gemeinsam zu machen oder auch Kriegsgerät anzuschaffen, das dann mit den anderen Staaten kompatibel ist im Fall des Falles. Die meisten Parteien oder sehr viele Parteien sind dafür, auch sehr viele Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt aber auch Gegner. Die Schweizerische Volkspartei zum Beispiel, der war es schon zu viel, dass die Schweiz die Sanktionen übernommen hat. Also die haben da ein Gegengewicht. Aber die Schweizer Verteidigungsministerin beispielsweise, die ist auch eine Befürworterin einer NATO-Annäherung.
Das heißt also, die Schweiz hat den Auftrag, die Neutralität neu zu definieren und notfalls auch zu verändern. Genau, das wird jetzt gemacht. Das wird eigentlich schon, seit die Schweiz die Sanktionen übernommen hat, Ende Februar, ständig darüber diskutiert. Es gibt laufend Radio, Fernsehen, Zeitungsberichte. Die Diskussionen laufen zwischen Politik, Wissenschaft, der normalen Bevölkerung. Es vergeht kein Tag, an dem nicht diskutiert wird. Und der Schweizer Bundespräsident Ignacio Cassis hat jetzt in Auftrag gegeben, dass das Außenministerium eine Studie, eine Expertise ausarbeitet. Und darin möchte man jetzt feststellen, wie man die Schweizer Neutralität unter diesen neuen Gesichtspunkten, also Ukraine-Krieg zum Beispiel, Sanktionen, leben kann, wie das jetzt ausschauen muss. Und man ist auch der Überzeugung, dass diese Neutralität jetzt unter Umständen ganz neu ausgestaltet werden muss und neu festgelegt, fixiert werden muss. Das soll bis Sommer feststehen und dann wird es sicherlich eine politische Diskussion geben. Das steht jetzt schon fest, weil zum Beispiel auch die Schweizerische Volkspartei unter Umständen eine Abstimmung über das Thema Neutralität lancieren möchte. Schaut man in der Schweiz auch auf das ebenso neutrale Nachbarland Österreich und wie werden wir da wahrgenommen? Ja, angesichts der Diskussionen, die jetzt hier im Land laufen, macht man sich natürlich Gedanken, warum das in Österreich nicht ist, warum die über ihre Neutralität nicht diskutieren, während es in der Schweiz, wie gesagt, so eine heftige Diskussion gibt und auch man der Meinung ist, dass Neutralität sich verändern muss, sich den Gegebenheiten anpassen muss. Und auch die Schweiz muss übrigens mit dem Thema leben, dass sie kritisiert worden ist, dass man gesagt hat, naja, ihr versteckt euch hinter dem Rücken der NATO-Länder. Aber da deswegen auch diese Annäherungsdiskussion. Auf der anderen Seite finde ich ganz interessant, das möchte ich jetzt zum Schluss noch anmerken, dass es auch Menschen gibt, wie den Chef der Sozialdemokraten in der Schweiz, der sagt, naja, NATO-Annäherung muss vielleicht nicht sein, aber EU-Annäherung oder EU-Beitritt, das wäre jetzt doch wieder ein Thema, über das man auch diskutieren könnte. Also da lange Rede, kurzer Sinn. Es wird sehr viel und sehr intensiv und sehr breit diskutiert in der Schweiz. Danke, Marion Flatzmeser. Alles Gute und schönen Abend nach Davos. Also wir haben es gehört, in der Schweiz gibt es sogar den Auftrag vom Staatsoberhaupt, über die eigene sicherheitspolitische Lage nachzudenken. Die Regierungen in Finnland und Schweden haben sich dafür entschieden, der NATO beizutreten. Wenn man die Lage in Österreich kurz zusammenfasst, da geschieht eigentlich nichts. Meine Frage an Sie als Erster, Heinz Fischer, warum ist das so? Ich glaube, dass ich diesem Befund, dass bei uns nichts geschieht, nicht zustimmen kann. Jeden Tag wird nach Diskussion verlangt, jeden Tag wird diskutiert. Wir sitzen hier im Fernsehen, um darüber zu diskutieren. Übermorgen gibt es wieder eine Fernsehdiskussion, um darüber zu diskutieren. Jede zweite Zeit im Bild-Sendung beschäftigt sich mit diesem Thema. Und in einem pluralistischen Land kann jeder sich in jeder Intensität an dieser Diskussion beteiligen und das geschieht auch. Wir haben es vorher gesehen, der Bundeskanzler hat gesagt, dass er nicht diskutieren will. Er hat gesagt, für ihn steht die Neutralität fest, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und ich muss sagen, mir hat das gefallen in einer Zeit, wo so viele Politiker unscharf herumeiern und nicht Ja und nicht Nein sagen und nichts ausschließen, aber auch nichts ankündigen. Da war das eine klare Aussage, dass er sich zur Neutralität bekennt, dass er der Meinung ist, die Neutralität hat sich in den 67 Jahren, seit sie Verfassungsrecht ist, bewährt. Und das hat er klar zum Ausdruck gebracht. Und insofern möchte ich den Bundeskanzler verteidigen, wenn er eine klare Meinung ausspricht. Würde sich freuen, aber es kann dann nicht so von einer Diskussion gesprochen werden, wenn das Ergebnis die Neutralität ist, war, ist und wird sein. Dann steht das Ergebnis eigentlich schon fest. Das kann man dann nicht so wirklich eine offene Diskussion nennen. Immerhin ist die Neutralität Verfassungsrecht. Und ich würde nicht dafür plädieren oder würde nicht verlangen, bei der Diskussion muss der erste Satz sein, die jetzige Verfassung ist unsinnig oder falsch oder unzulänglich oder reformbedürftig. Jawohl, wir haben das Verfassungsgesetz über die Neutralität beschlossen. Ich glaube, dass in jedem einzelnen
dieses oder in keinem einzigen dieser 76 Jahre je uns die Neutralität geschadet hat oder ein Problem oder einen Nachteil bereitet hat. Sie hat uns aber viele Vorteile gebracht, wenn ich an den Ruf, den sich Österreich erworben hat, an die Institutionen, die in Österreich angesiedelt wurden, an die Möglichkeiten, die wir bei schwierigen Verhandlungen immer wahrgenommen haben. Das ist ein Faktum. Aber auch über Verfassungsbestimmungen, auch über den Verfassungsgerichtshof, auch über den Bundesrat, auch über die Neutralität kann man natürlich diskutieren. Und ich bin zu dieser Diskussion gerne bereit. Das machen wir hier heute. Frau Gries, Ihre Sicht der Dinge, warum diskutieren, reden die anderen mit offenem Ergebnis, treten die anderen der NATO bei und bei uns heißt es, es bleibt wie es ist. Also vielleicht, wenn ich zu Beginn eine Richtigstellung anbringen darf, ich habe nicht den Brief initiiert, ich war bei dem von Anfang an dabei. Aber diese 50 Personen, die eine Diskussion... Genau, aber ich bin eben in dieser kleineren Gruppe. Aber jetzt abgesehen davon, also da kann ich Ihnen jetzt nicht zustimmen, Herr Bundespräsident, weil ich finde... Es stimmt schon, die Neutralität hat sich bewährt, nur die Welt hat sich geändert. Und wir müssen uns fragen, ob dieses Konzept von Neutralität, das wir all die Jahre gehabt haben und das sich auch in dieser Zeit geändert hat, die Neutralität ist nicht das, wo sie 55 war. Wir sind ja 95 zur EU, also Mitglied der EU geworden und haben eine Beistandspflicht nach dem EU-Vertrag. Das und haben wir uns als flexibel erwiesen. Bevor wir da jetzt in die Details kommen, warum wird bei uns nicht diskutiert? Warum? Also das kann ich Ihnen sofort sagen. Weil die Parteien, die in der Regierung sind und die FPÖ sowieso, die haben Angst, mit diesem Thema Stimmen zu verlieren, weil eben in der Bevölkerung die Meinung so stark verbreitet ist, so wie sie das formuliert hat. Das war ja genau das, gibt es wieder, was die Leute sagen. Diese Neutralität hat uns all diese Jahre genützt. Warum soll man daran etwas rütteln? Und völlig ausgeblendet wird, dass sich die Welt geändert hat, so wie das die finnische Präsidentin gesagt hat. Oder wie man das jetzt in der Schweiz sagt. Die Schweiz ist ja in einem Maß neutral, das wir gar nicht sehen. Warum? Die Schweiz ist nicht Mitglied der EU. Die Schweiz hat ein Heer, das diese Bezeichnung verdient. Die Schweiz kann sich verteidigen. Bei uns steht zwar im Neutralitätsgesetz eine Neutralität, wie sie von der Schweiz gehandhabt wird, aber sie sind weit davon entfernt. Weil das österreichische Bundesheer ist nicht in der Lage, jedenfalls haben das hohe Militärs gesagt, Österreich wirklich zu verteidigen. Darf ich auf den Punkt kommen, auf jeden Fall noch, was wir für unsere Armee ausgeben müssen, ganz egal, was bei einer Diskussion herauskommt. Darf ich das aufgreifen, was Sie gesagt haben, dass die Parteien das nicht angreifen wollen aus Angst vor Verlusten? Darf ich das an die Meinungsforscherin weitergeben? Ist das noch so, dass derjenige bei einer Wahl oder diejenige bei einer Wahl drauf zahlt, die Neutralität angreift? Ja, ich würde mich da anschließen. Also es ist die Stimmungslage in der Bevölkerung ganz klar. Es ist eine überwiegende Mehrheit für die Beibehaltung der Neutralität. Das hat sich auch jetzt kaum verändert. Es gibt jetzt ein bisschen mehr Unsicherheit, wenn man fragt, sind Sie für die Beibehaltung der Neutralität oder sollen wir der NATO beitreten? Gibt es ein bisschen mehr Menschen, die sagen, sie können keine Angabe dazu machen, als das sonst üblicherweise ist. Aber grundsätzlich zieht sich das auch durch alle Parteiwählerschaften. Am allerstärksten die FPÖ-Wählerschaft, die ist massiv für die Beibehaltung der Neutralität. Dann folgen ÖVP- und SPÖ-Wählerschaft und lediglich bei Grün und Neos, Wählerinnen und Wählern gibt es zumindest einen etwas größeren Anteil, also vielleicht jeder Dritte, der sagt, er könnte sich einen NATO-Beitritt und eine Abschaffung der Neutralität vorstellen. Aber auch da gibt es eine breite Mehrheit gegen eine Abschaffung der Neutralität. Und das wissen natürlich die Politikerinnen und Politiker und machen hier ungern Vorschläge, mit denen sie ihre eigenen Wähler vor den Kopf stoßen. Darf ich das an den Rechtsexperten noch weiterreichen, Herr Janik? Es herrscht fast meiner Ansicht nach so ein bisschen die Wahrnehmung, wir dürfen ja eigentlich nichts anderes als die Neutralität haben, weil, das heißt immer wieder, das stünde ja im Staatsvertrag drin, wo es gar nicht drin steht. Ist das so? Was dürften wir eigentlich? Was anderes tun? Was wäre was anderes? Das ist ja die große Frage. Wir reden sehr viel über Neutralität, wir definieren sie ja gar nicht. Und das fällt mir schon lange auf, dass die Bevölkerung meiner Meinung nach eine andere Meinung hat
als viele Experten oder auch selbsternannte Experten. Erstens und zweitens ist mir auch aufgefallen, dass die Neutralität eine Projektionsfläche ist. Das heißt, wir nehmen sie, die einen interpretieren sie, da würde ich den Herrn Kickl zum Beispiel als einen Vertreter sehen, als wir dürfen gar nichts, wir müssen, wenn, dann beide gleich behandeln, wir müssen Helme dann auch an Russland schicken beispielsweise, wir dürfen uns nicht äußern, wir dürfen nicht bei Sanktionen mitmachen. Das ist die eine Extremposition. Und die andere ist die zu sagen, naja, eigentlich ist da fast nichts mehr übrig, außer wirklich, dass wir nicht bei der NATO sind aber, und nicht direkt Waffen liefern. Also es hat jeder seine eigene Neutralität. Ja, und auch Österreich selbst weiß nicht ganz, was wir damit meinen, wage ich zu behaupten, weil in dem Wort so viel drinsteckt. Aber eigentlich müssen wir zuerst, das liegt auch daran, dass ich in der Wissenschaft bin, wenn ich, weil Sie es korrigiert haben, wenn ich noch ergänzen darf, auch an der Sigmund Freud, ohne nicht, dass wir das vergessen, nur als kurze Ergänzung. Aber wenn man wissenschaftlich denkt, dann möchte man zuerst einmal sich einigen, dass wir alle über dasselbe reden. Müsste man jetzt da auch machen, ist jetzt natürlich kein Pro-Seminar, aber man müsste jetzt an der Stelle sagen, was verstehen Sie unter Neutralität, was verstehen Sie, was verstehen Sie und was verstehen Sie darunter, weil permanent aneinander vorbeigeredet wird. Und der einzige Sukkus ist eigentlich im Moment in der Debatte, und dann höre ich wieder auf zu monologisieren, ist zu sagen, wir sind nicht bei der NATO. Das ist alles. Ich höre Ihnen gerne zu. Unsere Neutralität hat sich ja auch verändert in den Jahrzehnten schon, vor allem auch, die Frau Gries hat es angeschnitten, schon durch den EU-Beitritt. Sie hat sich dadurch massiv verändert, weil wir unsere Verfassung auch ergänzt haben und dadurch auch das Neutralitätsgesetz nicht komplett verdrängt haben, aber das haben wir dadurch verändert. Wir haben da jetzt zum Beispiel verändert, dass wir bei der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik dabei sind. Mit diesen kleinen Dingen, Sie haben ja angesprochen, die Beistandsklausel, da muss man natürlich immer als zweiten Satz hinzufügen, dass auf unsere Spezifika. Wenn ich das erklären darf, Beistandsklausel heißt, auch in der EU, wenn einer angegriffen wird, sollten ihm die anderen helfen, aber das ist ein bisschen schwammig formuliert und im Endeffekt weiß man dann nicht, ob die dann nicht doch nur Rettungswesten und Helme schicken würden. Und nach Möglichkeit, genau. Und dass wir aber zumindest sagen können, das ist natürlich die Frage, wenn wirklich so ein Horrorszenario eintritt, wie das ankommt, wenn wir sagen, naja, wir würden eh gern helfen, aber Sie wissen ja, wir sind neutral. Aber wenn uns theoretisch wer angreifen würde, wollen wir schon. Das ist eben diese große Streitfrage. Und da kann ich jetzt, oder möchte ich jetzt einhaken, das ist eigentlich das, Frau Gries, was Sie zusammen mit anderen veranlasst hat, da einen Brief zu schreiben. Sie sind der Ansicht, die Neutralität schützt uns nicht mehr in dem Ausmaß, wie sie das tun sollte. Genau, also es sind eigentlich zwei wesentliche Beweggründe. Das eine ist, die Neutralität für sich ist kein Schutz. Nicht? Also wenn wir an der Grenze Tafeln aufstellen, wir sind neutral, wird kein Aggressor umdrehen. Also das bilden wir uns ein, dass es so ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich finde, es ist einfach unanständig, dass wir sagen, naja, wir brauchen das ja nicht, denn wir haben ja das Glück, dass wir von NATO-Staaten umgeben sind. Und die Schweiz ist gut ausgerüstet. Das heißt, wir Österreicher brauchen das nicht. Uns haben es eh gern. Wir haben eine Vermittlerrolle. Wir sind beliebt. Wien ist ein schöner Konferenzort und so. Das ist doch nicht in Ordnung, dass ein Staat sagt, ich gebe mein Geld lieber für was anderes aus, für Sozialsystem oder was immer. Ich stecke es nicht in die Verteidigung, weil da sind ja die anderen, die müssen mich verteidigen, wenn es soweit ist. Und das, was man vielleicht in der Vergangenheit sagen konnte, ja, also jetzt noch vor 10, 20, 30 Jahren, na gut, der Fall wird ja gar nicht eintreten. Wer soll denn in Österreich einmarschieren? Das ist ja völlig undenkbar. Wenn es in Zukunft einen Krieg gibt, dann ist es ein Cyberkrieg. Nicht, aber doch nicht so ein realer Krieg. Nur seit dem 24. Februar wissen wir, nichts ist unmöglich auf diesem Gebiet. Und es ist nicht auszuschließen, dass es nicht auch zu kämpfen, nicht nur 400 Kilometer von uns entfernt, sondern auch bei uns kommt. Wir wissen es nicht. Niemand kann sagen, na Österreich, also das wird nie vorkommen. Und daher muss man seine Haltung zu unserer Verteidigungs- und Sicherheitspolitik ändern. Was dann noch von der Neutralität bleibt, ist eine andere Frage. Aber wir müssen darüber nachdenken. Auch ein NATO-Beitritt wird von einigen, die auf der Liste der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner ihres Briefes stehen, nicht ausgeschlossen. Nein, und es gibt aber solche, für die ist das ein Tabu. Also das geht wirklich quer durch, wenn Sie die Liste anschauen. Da sind ja viele Diplomaten. Und zwar deshalb sind viele Diplomaten, weil die ja den Blick von außen auf Österreich haben. Und ansonsten ist ja immer, wir sagen immer, wir sind so beliebte Vermittler und Österreich ist hoch angesehen. Und das stimmt aber nicht. Das ist nicht richtig. Na, wenn Sie heute die Neue Zürcher Zeitung schreibt in einem Artikel, na, wie Österreich da gesehen wird, dass man einfach als Trittbrett. Das Wegducken ist dort, ja, glaube ich, genau, die Rede. Genau. Ja. Und daher, finde ich, muss man sich damit auseinandersetzen. Baut sich da in Ihnen Widerspruch auf, Herr Fischer? Ja, ich
bin vor allem nicht sehr froh, dass man in so einer sachlichen Diskussion die Neutralität mit dem Wort unanständig belegt. Das ist wirklich im Interesse der vielen Menschen, die aus guten Gründen und aus innerer Überzeugung und weil sie auch Friedenspolitik und nicht nur Bewaffnungspolitik machen wollen, die Neutralität für sehr wertvoll halten. Da kann man nicht das Wort unanständig verwenden. Und das Zweite, was ich sagen will, Frau Präsidentin Gries hat gesagt, die Welt hat sich verändert, das ist richtig, aber auch die Neutralität hat sich verändert. Die Neutralität hat sich eben diesen Veränderungen angepasst. Die Neutralität ist so gestaltet worden von der österreichischen Politik, dass eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union möglich wurde. Und das ist gut. Und es ist auch nicht wahr, dass das lauter schwammige Begriffe sind. In manchen Bereichen muss es natürlich einen gewissen Spielraum geben. Ich habe mir heute noch einmal so die Literatur zum Thema Neutralität und Beistandspflicht angeschaut. Innerhalb der EU. Da steht nicht, Sie müssen mit 100 Panzern oder mit 2 Milliarden Beistand leisten. Da ist eine gewisse Flexibilität nach besten Kräften. Angemessen Beistand leisten und das funktioniert auch, solche Formulierungen. Ich ziehe solche Formulierungen, die den einzelnen Mitgliedstaaten eine gewisse Bewegungsfreiheit, eine gewisse Rücksichtnahme auf besondere Gegebenheiten ermöglicht, irgendwelchen starren Formeln ziehe ich vor. Aber andererseits heißt es, was nicht auf Punkt und Komma festgelegt ist, kann dann, der Herr Janik, korrigiere mich, noch nicht. Da kann man sich dann abseilen und ist nicht so gebunden, wie sich der Hilfe braucht, ja, dann erhofft. Ein internationales Bündnis, da gibt es hunderte Fälle, wo Spielräume vorhanden sind und wo etwas, wir werden jetzt bei der Verteilung von Gasreserven vernünftige Lösungen hoffentlich finden, ohne dass das irgendeine Zentralbehörde auf Punkt und Beistrich festlegt. Es muss einen gewissen Spielraum geben und es gibt auch einen gewissen Spielraum, wie sich ein neutraler Staat verhält im Falle einer militärischen Auseinandersetzung, wobei ich wirklich glaube, dass die Menschheit seit Jahrhunderten gefangen ist in diesem Dualismus. Die einen glauben, Friede ist eigentlich eines der höchsten, wenn nicht das höchste Gut. Willy Brandt hat immer gesagt, Friede ist nicht alles, aber ohne Friede ist alles nichts. Und das wird uns ja jetzt gerade wieder bewiesen. Auf der anderen Seite gibt es diesen berühmten Satz, Sivim Pacis Parabellum, wenn du den Frieden willst, musst du auch verteidigungsfähig sein. Dieses Gleichgewicht zu finden, das ist eine sehr ernste Sache, über die verdient es, diskutiert zu werden und nicht zu polemisieren gegen die Neutralität, obwohl ich wiederhole das, sie hat sich bewährt und man sollte es auch nicht kleinreden, dass OPEC und alles sind in Wien. Ein italienischer Sicherheitsexperte, der auch als Regierungsberater gearbeitet hat, gemeint, dass sich die Neutralität insofern überholt hat. Er hat genau gesagt, Neutralität wirkt nicht, wenn ein Putin an der Grenze steht. Was entgegnen Sie dem? Dem entgegne ich, dass das eine Situation ist, die, was die österreichische Neutralität betrifft, überhaupt nichts aussagt, weil der Putin steht eben nicht an der Grenze des neutralen Österreich. Und die zweite Frage, wenn Sie das schon ansprechen, ich habe ein Gespräch zwischen Experten zugehört, die darüber diskutiert haben, ob, wenn sich die Ukraine vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren oder vor 10 Jahren neutral erklärt hätte, was dann eigentlich die Konsequenzen gewesen wären. Jetzt bin ich unhöflich, aber die Ukraine war bis Dezember 2014 zwar nicht neutral in unserem Sinne, aber war auch rechtlich weder Teil der NATO noch sonst wo. Und es hat ja weder bei der Krim-Annexion als auch bei dem Krieg ab Juni, den Russland auch, also parallel zum Bürgerkrieg, der von Russland unterstützt wurde, hat ja ab Juni ein Krieg begonnen gegen die Ukraine. Das Datum kennen Sie ja sehr gut, weil das war genau das, wo der Herr Putin nach Österreich gekommen ist. Wo Sie ja noch Präsident also waren. Muss ich korrigieren in einem kürzeren Zeitraum. Ich habe die Jahreszahlen jetzt verwechselt. Aber Neutralität ist nicht das schlechteste Mittel, um sich aus einem Krieg herauszuhalten. Darf ich beim Herrn Janik kurz noch mal bleiben? Ja. Herr Janik, Herr Fischer hat es angesprochen, diese
Beistandsverträge innerhalb der EU. Geht da für Sie schwarz auf weiß darauf hervor, dass im Ernstfall dann jemand Österreich auch tatkräftig und nicht nur mit Worten und Sonntagsreden zur Seite stehen würde? Ja, das ist unbestritten. Die Frage ist natürlich, das ist aber dieselbe Frage, die wir bei der NATO auch haben, wie? Weil, wie der Herr Fischer sagt, das ist auch klar, man kann es nicht vorschreiben, so und so viel Panzer und was auch immer, weil die Situationen ja viel zu unterschiedlich sind. Es ist sogar so, dass die Beistandsklausel innerhalb der EU strenger ist, weil die sagt eben, nach den Möglichkeiten, in vorhandenen Möglichkeiten, wo man in Österreich zynischerweise ein bisschen das Gefühl hat, wir schauen, dass wir möglichst wenig Fähigkeiten haben, weil dann können wir im Ernstfall ja auch möglichst wenig tun. Aber es ist so, dass man zumindest bei militärisch stärkeren Staaten, und das ist weniger eine rechtliche Verpflichtung als eine politisch-militärische Verpflichtung, erwarten kann, dass sie uns beistehen im Rahmen ihrer gegebenen Möglichkeiten. Und das ist natürlich dieser Wasserscheidemoment weg vom Recht, vom harten Recht hin zu Politik und Solidarität. Es wäre natürlich ein trauriges Ergebnis, wenn zum Beispiel Frankreich sagt, wir haben zwar militärische Fähigkeiten, sind ein militärisch einigermaßen schlagkräftiges Land, aber weil ihr ja neutral seid, helfen wir euch nicht. Aber das ist dann eben im Falle eines Falles, an den ich eh nicht denken will, aber an den wir denken müssen, eben die Vorbereitung zu Friedenszeiten für den etwaigen Krieg, ist das dann die Frage, ob Frankreich sich heraushalten würde zu einem Argument. Das ist dann der ultimative Härtetest für Solidarität, der hoffentlich eh nie eintritt. Mhm. Frau Christ wollte dazu was sagen. Ich würde gerne noch etwas aufklären, denn es geht nicht darum, ob die Neutralität unanständig oder anständig ist. Unanständig ist ein Verhalten, das darauf baut, dass andere solidarisch sind und ich aber nicht. Die Schweiz ist neutral, aber die Schweiz hat ein gut ausgestattetes Heer. Also die Schweiz ist in der Lage, sich zu verteidigen. Und das Problem bei Österreich ist, dass wir auch neutral sind und wir sind nicht in der Lage, uns zu verteidigen, wenn man den hohen Militärs glaubt, was ich nehme an, da ist nicht daran zu zweifeln, dass das österreichische Bundesheer nicht gut ausgestattet ist. Also ich glaube, das können wir außer Streit stellen. Das österreichische Verteidigungsbudget ist ja auch viel, viel niedriger als das Verteidigungsbudget das vergleichbarer Staaten. Und daher finde ich, geht es ja um diese Haltung. Es geht nicht darum, ob ich sage, ich bin neutral oder nicht neutral. Die Neutralität als Begriff kann nie unanständig sein, das können wir ausschließen. Ja, aber die Haltung, Herr Bundespräsident, die Haltung, dass ich sage, die anderen, die müssen für mich schon eintreten, aber ich gebe mein Geld für was anderes aus. Das ist das Problem. Und das ist ein gewisses, verzeihen Sie den Ausdruck, aber so ein gewisses Trittbrettfahren, ein gewisses Schlaucheltum, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht anständig. Aber das muss es nicht sein, wenn ich jetzt eine Lanze... Jetzt habe ich es zum zweiten Mal unterbrochen. Nur ganz kurz, das muss es auch als neutraler Staat nicht sein. Das haben wir gesehen, als der Terroranschlag in Frankreich sich ereignet hat und dann zum Tragen gekommen ist, die Solidarität innerhalb der EU. Und da kann man auch als neutraler Staat sagen, wir schicken jetzt nicht Soldaten in den Krieg gegen den sogenannten Islamischen Staat, sondern wir entlasten beispielsweise eine UN-Friedensmission von Frankreich, damit Frankreich sich stärker konzentrieren kann gegen den sogenannten Islamischen Staat. Also auf indirektem Weg helfen. Ganz genau. Und das ist auch für neutrale Staaten möglich. Also, und das haben wir auch gemacht und da kann man auch mehr machen. Also es ist nicht so, dass man durch die Neutralität gar nichts machen kann. Man kann gewisse Dinge nicht tun. Und wir haben damals auch Frankreich dann ein wenig dort entlastet, im Rahmen unserer Möglichkeiten, wo ich Ihnen auf jeden Fall recht gebe, und das möchte ich nochmal betonen, die Möglichkeiten müssen größere sein. Sie haben gesagt, ich möchte das gerne präzisieren. Wenn da ein Offizier des Bundesheeres sitzen würde, und ich identifiziere mich mit dem österreichischen Bundesheer, er würde erstens darauf hinweisen, dass wir sehr wohl im internationalen Zusammenarbeit, in der Schaffung von Stabilität im internationalen Bereich mit unseren Ausleitseinsätzen, mit unseren Soldaten von, ich weiß nicht, A bis B und C bis D sehr viel Einsätze leisten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube schon, dass das ergibt sich aus der momentanen Situation in Europa, dass das Bundesheer finanziell jetzt besser ausgestattet werden muss. Das sind Versprechen, die noch nicht im Budget drinstehen, ja, aber das ist das Zweite. Eine Willensbekundung. Und das Dritte ist, dass das ja kein Einbahn ist, die Unterstützung. Also wenn es einen Angriff der Macht X auf die Europäische Union gibt, ist natürlich Österreich auch Teil dieses Angriffes und ist die Neutralität in einem solchen Fall kein Grund, dass wir nicht an Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Krise uns beteiligen bei einem Angriff auf die Europäische Union als solche. Bevor Aber die Frage ist, was wir dann tun können, wozu wir in der Lage sind. Auch dürfen, es ist auch eine Dürfenfrage. Ja.
Beim Dürfen möchte ich noch einhaken. Mehr als jetzt. Ich hätte noch eine Frage, die mich wirklich interessiert, bevor wir zum Themenblock NATO kommen. Laut Neutralität darf Österreich keine Waffen an eine kriegführende Partei liefern. Österreich zahlt in die Budgets der EU ein. Die EU schickt Waffen in die Ukraine. Ist das, frage jetzt speziell an Herrn Jannik und an Herrn Fischer, ist das eigentlich mit der Neutralität vereinbar? Wir dehnen sie sehr weit und sagen, dass quasi dieses Geld ein Mascherl hat und genau dieses Geld nicht in Waffen landet. Beziehungsweise ist es allgemein so, dass neutralitätsrechtlich ist das alles ein sehr schwammiges Gebiet. Das geht aufs Jahr 1907 zurück, das fünfte Haager Abkommen von damals. Es ist alles nicht sehr klar. Also auch wenn man sich die Literatur ansieht, wir haben nur wenige Anwendungsfälle. Für so einen spezifischen Anwendungsfall ist dann entscheidend, wie reagieren andere Staaten. Und im Prinzip eigentlich nur ein Staat, weil nur ein Staat ein Interesse im Moment an unserer Neutralität in dieser Frage hat, und das ist Russland. Und soweit ich es überblicke, und ich habe dann nochmal nachgefragt bei Leuten, die sich 100-mal besser auskennen zu Russland als ich, hat Russland zwar schon problematisiert unsere Haltung im Hinblick auf die Neutralität, aber spezifisch auf diese Frage der Finanzierung von Waffen nicht reagiert und auch auf viele Dinge nicht spezifisch reagiert, was bedeutet, dass das eine Debatte ist, die wir mit uns selbst ausschnapsen, aber wo andere Staaten das nicht in der Form problematisieren. Das ist ja die andere Seite, also, die völkerrechtliche Neutralität. Oder keine Klägerin, da kein Richter in dem Fall. Ja, und man merkt auch, dass die Neutralität, die äußere, also die völkerrechtliche Neutralität, sich auch gerade wandelt, weil man an den Reaktionen sieht, dass es international nicht so ein großes Thema ist. Und daran merkt man auch, da ist nicht mehr viel übrig. Naja, das ist die alte Diskussion, die ja schon seit 50 Jahren geführt wird. Unsere Neutralität hat einen klaren Kern, den wir alle kennen. Kein Krieg, Beteiligung, keine fremden Truppen an unserem Boden, keine Waffen schicken. Und dann gibt es das Phänomen der Vorwirkungen der Neutralität. Also ein neutraler Staat muss sich so verhalten, dass er glaubhaft ist. Aber das ist nicht verbunden mit einer Liste, das ist verboten und das ist erlaubt, sondern das ergibt sich aus der Situation und auch in der Literatur ist das ersichtlich. Also ein ehemaliger Verteidigungsminister hätte einmal gesagt, situationselastisch. Situationselastisch, ja. Ich würde mit Ihnen gerne noch über die NATO sprechen. In keiner Sicherheitsdiskussion derzeit kommt dieses Vier-Buchstaben-Wort ja nicht vor. Was die westliche Militärallianz ist und wofür sie steht, dazu hat unsere Redaktion zur Erklärung die wichtigsten Fakten zusammengefasst. Sie ist das größte Militärbündnis der Welt, die NATO, kurz für Nordatlantikpakt. Gegründet wurde die Allianz während des Kalten Krieges 1949 in den USA mit dem Ziel, die Freiheit und Sicherheit ihrer Mitglieder zu garantieren. Der Gegenspieler schon damals, die Sowjetunion als Teil des sogenannten Ostblocks, später bekannt als Warschauer Pakt. Mit dem Zerfall des Warschauer Pakts 1991 schwindet die Macht ihrer Nachfolgestaaten und vor allem Russland sieht in der stetigen Erweiterung der NATO eine Bedrohung. So auch jetzt mit dem Bekenntnis der traditionell neutralen Länder Finnland und Schweden, dem Bündnis beitreten zu wollen. Und die NATO, aktuell bestehend aus 30 Mitgliedstaaten, damit um zwei Verbündete stärker zu machen. So wird von jedem Mitgliedstaat erwartet, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Erfüllt haben das 2021 neben den USA allerdings nur 7 weitere Länder. Auch Finnland und Schweden würden diesen Teil nicht leisten können. Dennoch, vergleicht man die Stärke des militärischen Personals und die Luftstreitkräfte, ist die NATO Russland um ein Vielfaches überlegen. Und das weiß auch Putin. Aktuellen Meinungsumfragen nach lehnen 75% der Menschen in Österreich einen NATO-Beitritt kategorisch ab. Frau Siegel, meine Frage an Sie als Meinungsforscherin. Warum hat die NATO so einen schlechten Stand in Österreich? Gibt es da Ursachen? Die Neutralität ist einfach für viele Österreicherinnen und Österreicher auch ein Stück weit die Identität des Landes. Es hat auch damit zu tun, also jedes Kind lernt in der Schule die immerwährende Neutralität seit 1955. Wir waren in keinen Krieg verwickelt. Das heißt, für viele Menschen ist das eine Art liebgewonnene Gegebenheit, die wir in Österreich haben. Und davon möchte man sich derzeit einfach nicht trennen. Und ein NATO-Beitritt würde eben die Aufgabe der Neutralität bedeuten. Diese Einstellungen sind natürlich nicht in Stein gemeißelt, also sowas kann sich auch immer ändern.
siehe Finnland oder Schweden. Also das wenn wäre man meine jetzt nächste Frage. Wie verfestigt ist das in Österreich? Es ist derzeit schon sehr verfestigt. Also wir sehen auch, der NATO-Beitritt von Finnland und Schweden hat jetzt noch nicht diesen Effekt, dass hier ein Meinungsumschwung stattfindet. Aber es verunsichert halt schon einen gewissen Anteil der Menschen. Also man kommt schon ein bisschen ins Nachdenken. Die Neutralität war ja bisher so etwas wie der Säulenheilige der österreichischen Demokratie. Das gerät vielleicht ein bisschen ins Wanken. Ich denke, wenn wir so eine Situation hätten, die Finnland jetzt beispielsweise hatte, wo man einen Aggressor direkt an der Grenze hat, dann kann so eine Meinung relativ schnell umschwappen. Mit dem ist in Österreich jetzt einmal nicht zu rechnen. Das heißt, in Österreich wäre es wohl eher ein langfristiger Prozess. Aber grundsätzlich, diese Meinungen sind veränderbar. Aber in der jetzigen Situation sehen wir, dass immer noch eine überwiegende Mehrheit für die Neutralität ist. Also derzeit sieht es einmal nicht danach aus, dass sich das Stimmungsbild hier sehr schnell ändern wird. Frau Griss, Sie haben einen NATO-Beitritt in dem Schreiben, in dem Sie für eine sicherheitspolitische Diskussion werben, nicht ausgeschlossen. Was wären denn Argumente für einen NATO-Beitritt? Argumente dafür wären, das ist ein sehr effizientes Verteidigungsbündnis, die sind sehr gut ausgestattet, die ist viel mächtiger als mögliche Gegner, ich weiß nicht, wie China aufgestellt ist, aber jedenfalls die NATO ist sehr gut aufgestellt und daher bietet natürlich ein Beitritt zur NATO ja, maximalen Schutz, der jetzt möglich ist. Nicht? Natürlich eine europäische Armee, also ein Zukunftsbild, ein Zukunftstraum, das ist noch mal weit entfernt. Nicht, wenn jetzt 23 Mitgliedstaaten bei der NATO sind, ist natürlich der Druck, hier noch eine Armee aufzubauen, auch geringer. Und ich glaube, also was diese NATO-Skepsis betrifft, ich glaube, das sind verschiedene Ursachen. Und Sie haben ja das sehr schön gesagt mit der Neutralität, das ist ganz wichtig. Man weiß auch sehr wenig über die NATO. Also die Information, was ist das eigentlich? Kämpfen die da in Libyen oder im Irak, sind sie einmarschiert oder wo immer? Und dann ist schon in der österreichischen Bevölkerung, jedenfalls was ich mitkriege, schon noch immer ein Anti-Amerikanismus stark vertreten. Nicht? Also die Einstellung gegen Amerika. Nicht? Man ist Amerika gegenüber skeptisch, misstrauisch und es gibt viele Leute, die haben eher Sympathien für Russland. Das ist so. Haben wir und in Österreich? Bitte? Haben wir in Österreich mehrfach erlebt? Ja, natürlich. Und auch mit Amerika, was ja eigentlich schwieriger zu erklären ist, aber das hat historische Wurzeln auch. Nicht warum jetzt vor allem auch Deutschland und Österreich, warum die auch eine starke antiamerikanische Strömung haben. Ein NATO-Beitritt, Herr Fischer, für Sie in irgendeiner Form irgendwann denkbar oder kommt das nicht in Frage? Ich weiß, dass es europäische Länder gibt, die Mitglieder der NATO sind und sich dadurch sicherer fühlen. Ich glaube, dass wir mit unserer Neutralität zufrieden sein können. Ich sehe keinen Grund, die Neutralität und die Rolle, die wir damit spielen können, einzutauschen gegen eine NATO-Mitgliedschaft. Es hat in der Vergangenheit immer wieder Situationen gegeben, wo die NATO Entscheidungen getroffen hat. Und natürlich ist Amerika der entscheidende Faktor, wo ich mir gedacht habe, das ist gut, dass wir jetzt da nicht dabei sind und da nicht mittun müssen. Und unser Spielraum ist größer. Und das, was ich mir wünsche und was gerade jetzt, wenn wir diskutieren, gesagt werden sollte, ist, das, was für Österreich wirklich eine Chance ist und gut ist, ist, die militärische Landesverteidigung auszubauen, aber ein Land zu sein, das eine aktive Neutralitätspolitik macht. Auf das würde ich und, im dritten Abschnitt gerne noch kommen. Diese Möglichkeiten Slowenien und Tschechien haben jetzt auch keine direkte Grenze mit Russland, haben sich aber beide dennoch für einen NATO-Beitritt entschieden. Was ist da anders als bei uns? Also ich sage Ihnen, dass ich zufällig, das ist jetzt schon, der Irakkrieg ist ja schon ziemlich lange her, aber dass ich damals... Da waren zwei davon, richtig? Ja, drei theoretisch. Da war ich in Prag und da hat mir der damalige Ministerpräsident erklärt, dass es gerade einige Stunden waren, die man in Prag zur Verfügung hatte, oder war es ein Tag, um zu entscheiden, ob man da mittut und ob man irgendwelche Einwendungen hat. Ich glaube, man gibt ein Stück Souveränität auf, wenn man... Das war kein NATO-Krieg. Bitte? Der Irakkrieg war ein US-amerikanischer und
ein Krieg für die Vereinigten Königreich, nicht von der NATO als Ganzes. Das war eine Koalition der Willigen, glaube ich, wie es damals geheißen hat. Aber es war kein NATO-Krieg, das muss man auseinanderhalten. Ja, aber wir würden in diese Richtung gedrängt. Wir würden eine Dominanz der USA, die in manchen Fällen gut ist und in manchen Fällen weniger gut ist, glaube ich, akzeptieren müssen. Herr Janik, dürfte Österreich überhaupt der NATO beitreten oder würde das in irgendeinem, würde der Beschluss der immerwährenden Neutralität oder der Staatsvertrag, wie es immer wieder heißt, dem im Wege stehen? Das ist immer der Schock in der Bevölkerung, wenn immerwährend nicht heißt für immer. Wir müssten es verfassungsrechtlich ändern. Wir brauchen aber keine verpflichtende Volksabstimmung. Politisch wäre sie opportun, weil das Thema den Menschen, wie Sie gesagt haben, so am Herzen liegt. Völkerrechtlich ist es relativ einfach. Wir können das, da gibt es zwar eine sehr intensive Debatte, aber es läuft alles darauf hinaus, dass das immer noch unsere souveräne Entscheidung ist, ob wir uns als permanent neutral erklären oder nicht. Da braucht man auch nicht die Zustimmung Russlands zum Beispiel, weil das immer so auch zirkuliert. Also theoretisch wäre es möglich, praktisch ist es ja unwahrscheinlich, wie Sie gesagt haben, es müsste eine Verfassung die Verfassung geändert werden. Dazu braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Ist nicht so schwer zu erreichen. Und derzeit, bei dem Thema, das schaue ich mir an. Also die zwei Drittel bei dem Thema. Meine Frage, was machen wir sonst? Ich meine, tritt man der NATO bei, muss man fürs Bundesheer, sollte man wesentlich mehr Geld ausgeben, als wir es bisher tun. Bleibt man ohne neutral NATO, und nimmt es ernst, Fall. Muss man auch mehr Geld ausgeben. Und wenn wir das Neutralitätsgesetz ernst nehmen, so wie es von der Schweiz gehandhabt wird, die Neutralität, nur so steht es im Neutralitätsgesetz, ja, da muss man auch mehr Geld. Nein, im Neutralitätsgesetz steht es nicht. Da steht dieses Schweizer Modell nicht. Das steht natürlich steht es im Neutralitätsgesetz. Was kann Österreich sonst machen, außer mehr Geld fürs Heer auszugeben, ob man jetzt in eine NATO gehen würde? Steht das Schweizer oder, Modell nicht. Oder ob man neutral und unabhängig bleibt. Also mehr Geld fürs Heer. Sie haben ein Wort, das immer wieder kommt, aktive Neutralitätspolitik angesprochen. Was heißt das konkret? Wenn ich damit heißt die Politik, die Österreich gemacht hat, dass Wien ein UNO-Sitz wurde, dass es zwei UNO-Sitze in Europa gibt, in zwei neutralen Ländern, Schweiz und Österreich. Das ist sicher kein Zufall. Aktive Neutralitätspolitik heißt auch, in Krisenherden mit friedensschaffenden und friedensfördernden Maßnahmen eingreifen. Aktive Neutralitätspolitik heißt, die Chancen nutzen, die ein Staat heute hat, wenn er weder dem einen noch dem anderen, also dem einen Militärbündnis noch der anderen ideologischen Gruppierung angehört. Ich glaube, wir hätten einen weiten Spielraum an Möglichkeiten, wenn wir diese zwei Ziele anstreben. Ein besseres Verteidigungsbudget und eine aktive Neutralitätspolitik. Haben wir diesen Spielraum, Frau Gries? Könnte das am Ende einer Diskussion in Österreich herauskommen? Natürlich ist das möglich. Da bin ich ganz bei Ihnen. Wir haben diesen Spielraum, wir müssen ihn nützen. Wir müssen was tun. Und das ist ja auch der Zweck dieses offenen Briefes, dass wir sagen, macht endlich die Augen auf. Stellt euch der Wirklichkeit und tut etwas. Diskutiert das, überlegt, was für uns der richtige Weg ist. Muss nicht ein Beitritt zur NATO sein. Kann auch eine andere, wie Sie es nennen, eine aktive Friedenspolitik sein. Nur momentan sieht man sehr wenig davon, man sieht auch sehr wenig davon, was das Bundesheer betrifft. Also das heißt, worum es geht, ist einmal zu überlegen, was ist denn gut für uns und dann die notwendigen Maßnahmen zu setzen und vor allem einmal diese Täuschung, die bei vielen besteht, Neutralität allein, dass wir sagen, wir sind neutral, das genügt schon, wir sind sicher, diese Täuschung, auch wenn schmerzhaft ist, die müssen wir beseitigen. Mir ist noch ein Detail in den Umfragen aufgefallen, dass die Sympathien bei Frau und Herr Österreicher für eine europäische Verteidigungsallianz wesentlich größer sind als für eine NATO. Warum ist das so? Das würde ich darauf zurückführen, dass wir eben schon Mitglied der Europäischen Union sind. Das heißt, es ist etwas, was man schon ein Stück weit kennt. Wir nehmen ja auch schon teil an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik in gewissen Bereichen. Das heißt, das ist den Menschen jetzt nicht so fremd wie ein NATO-Beitritt. Und wir machen das ja jetzt auch schon, ohne die Neutralität aufgeben zu müssen. Und ich denke, da sind die Menschen im Denken, wenn man so will, situationselastisch und denken sich, das würde sich wahrscheinlich mit der Neutralität noch ganz gut ausgehen. Ein NATO-Beitritt, da wissen die Menschen aber schon, das geht sich mit der Neutralität dann wirklich nicht mehr aus. Dann muss man halt diese liebgewonnene Eigenschaft der Österreicher sozusagen aufgeben. Herr Janik, über eine
Form, über die tatsächliche oder die mögliche Form einer europäischen Verteidigungspolitik wissen wir praktisch noch relativ wenig. Ist das vielleicht mit ein Grund dafür, dass sie populärer ist, weil es noch so weit weg und so diffus ist? Ist sie populärer? Ich weiß gar nicht, ob sie populärer ist. Es ist auf jeden Fall anscheinend weniger strittig. Ja. Aber wenn ich das Wort Battle Group höre oder wenn es in der Bevölkerung beispielsweise zirkuliert, ist auch sehr schnell der Gedanke. Also Einsatzgruppen, Kampfgruppen. Ja, heißt ja genau. Das also wenn man diese EU-Armee, also das wissen Sie hundertmal besser als ich, aber ich nehme an, wenn da EU-Armee kommt, bin ich mir nicht so sicher, wie das wahrgenommen wird in den Umfragen. Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich weniger ein Reizthema, aber es ist sicher auch nicht ganz unstrittig. Ja. Auch nicht ganz unstrittig, ein neutraler Blick auf die Uhr zeigt mir, dass unsere Zeit ihrem Ende naht. Ich bedanke mich hier fürs Diskutieren in dieser Runde. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Eine Fliege hat hier hartnäckig unseren Luftraum verletzt, immer wieder. Da haben wir neutral sein müssen diesbezüglich. Im Programm von ORF 3 geht es jetzt weiter mit unserer Reihe Kabarett im Turm. Heute mit dem neuen Programm von Christoph Felbel. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Bleiben Sie uns gewogen.